vom Gefängnis, vom Knast, direkt in die Selbstständigkeit. Dass das geht, davon sind die Gründer eines in Deutschland einzigartigen Gefängniskurses überzeugt. Dem Leonard-Programm. Darum geht es. In 6 Monaten soll es aus Drogendealern Unternehmer machen. Legale Unternehmer natürlich. Aber wie soll das gehen? Wir haben einige Teilnehmer auf ihrem Weg vom Häftling zum Unternehmer begleitet. Philipp Hansen ist Vollblutunternehmer, hat Durchsetzungsvermögen und ist risikobereit. Sein Talent hat ihn erst ins Gefängnis und dann an die Spitze mehrerer Unternehmen gebracht. Der 32-Jährige lebt in einer Altbauwohnung im Münchner Westen. Sein Lebensstil bescheiden. Das war nicht immer so. In seiner aktiven Zeit als Drogendealer genießt er das schnelle Geld, lebt ein ausschweifendes Leben. Hier in Mexiko, 4 Monate vor seiner Verhaftung. Ja, König der Welt. Wenn du kaufen kannst, was du willst, oder was machen kannst, was du willst da drüben, dann fühlt man sich dementsprechend. Ne? Doch je besser die Drogengeschäfte laufen, desto gefährlicher wird es für Philipp. Du machst Geschäfte mit Geld, wovon keiner weiß. Also besteht immer die Gefahr, dass du übers Ohr gehauen wirst irgendwo, ja, und jemand sagt, du hast mir nichts gegeben oder wie auch immer. Ja. Was willst du denn machen, wenn ich dir 100.000 wegnehme und sage, okay, mach was. Auf den Höhenflug folgt der Absturz. Im September 2010 verhaftet die Polizei Philipp. Das Gericht verurteilt ihn wegen Drogenhandel zu 4 Jahren Gefängnis. Wie es im Drogengeschäft meistens ist, reden Leute, es gibt Aussagen, dann werden Leute überwacht und ich bin mit drin gehangen. Ja, bei jemandem, der überwacht wurde, und die konnten das Ding komplett aufstricken, dann haben Leute ausgesagt und damit war die Geschichte eigentlich klar. Und das heißt, du hast im Münchner Raum Kokain gedealt? Oder? Kann ich nicht drüber reden, ist zu frisch. Ja. Reden wir in 7 Jahren nochmal. Philipp liest in der Haft Bücher über Programmiersprachen. 2 Wochen nach seiner Entlassung gründet er eine eigene Agentur für Suchmaschinenoptimierung. Schon im ersten Monat macht er 5.000 Euro Umsatz. Seine Vergangenheit ist für ihn kein Hindernis, im Gegenteil. Dass du jetzt im Gefängnis warst und dir von null auf was aufgebaut hast, ja, das wiederum kannst du natürlich dazu auch nutzen, um deinen Kunden mitzuteilen, dass du in der Lage bist, durchzuhalten. Das ist schon ein harter Weg und den bin ich gegangen und das kann ich auch so verkaufen. Ja. Neben der Agentur für Suchmaschinenoptimierung leitet Philipp mittlerweile auch eine Marketingagentur sowie eine Baufirma in Johannesburg. Er finanziert auch den Ausbau von Glasfaserleitungen in Südafrika. Jahresgewinn ca. 100.000 Euro. Wir müssen schlau sein und angemessen kalkulieren. Dann sehen wir, ob das Sinn macht oder nicht. Sein neuestes Businessprojekt, ein Infrarot-Überwachungssystem, das Personen erkennen und tracken kann, entwickelt für Flughäfen Gold- und Diamantenminen. Das ist einmal für die Security von den Leuten, die dort arbeiten, ist es wichtig, weil oft werden Minen auch überfallen. Und wenn unsere Securities dann anrufen und sagen, hey, erwartet ihr 6 Besucher aus dem Norden, sind gerade 5 Kilometer weit weg, und die fangen die Leute ab, bevor sie wissen, dass sie überhaupt in die Mine reinlaufen. Ja. Der gelernte Friseur lebt in 2 Welten. Alle paar Monate pendelt er zwischen München und Johannesburg. In Afrika sieht der Vollblutunternehmer enormes Potenzial. Hier kann er seinen Ideenreichtum ausleben. Ich war das erste Mal, wo ich unten war, 4 Tage da, habe mir das angeschaut und ich hab Möglichkeiten ohne Ende gesehen. Und das ist auch so eine Eigenschaft, die ein Unternehmer hat. Du läufst auf der Straße entlang und sagst, okay, da kann man was verbessern, da ist noch Potenzial oder das ist eine Idee, die man umsetzen kann. Entrepreneurship ist eigentlich ein Problem erkennen und die Lösung finden und das Ganze dann für einen selber finanziell positiv umzusetzen. Die letzten 6 Monate seiner Haft nahm Philipp an einem in Deutschland einzigartigen Kurs teil, in der Justizvollzugsanstalt München. Hier lernte er sein Talent auf legalem Weg zu nutzen. Die Kursteilnehmer, Drogendealer, Betrüger, Gewaltverbrecher, eine Art Knastelite, die hier zu Unternehmern ausgebildet werden soll.
Zum einen ist es wichtig bei einem neuen Produkt, dass es zur DNA des Unternehmens passt, sprich zum Kern des Unternehmens. Was macht das Unternehmen eigentlich aus? Maren Jopen ist Mitgründerin des Leonard-Programms. Sie glaubt daran, dass viele Kriminelle unternehmerische Fähigkeiten haben, die sie bisher nur falsch eingesetzt haben. Was für mich besonders faszinierend ist, ist, dass die Leute schon nach sehr kurzer Zeit bei uns im Kurs merken, dass das jetzt nicht irgendein Beschäftigungsprogramm ist, was sie im Gefängnis mitmachen, sondern dass sich da wirklich ganz grundlegend etwas verändern kann. Und das sind sehr schöne Momente, wo man sieht, da passiert jetzt was. Einer der Teilnehmer ist Paul. Der Regensburger sitzt seit 1,5 Jahren wegen Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln hinter Gittern. Sollte er die volle Haftstrafe absitzen müssen, kommt er erst im November 2018 wieder frei. Dann will sich Paul selbstständig machen, als Suchtpräventionsberater. In seinem Businessplan hat er alles detailliert aufgeführt. Den Break-Even-Zeitpunkt, die Inhalte seiner Tagesseminare, Kundenprofile. Mit meinem authentischen Zugang glaube ich, dass ich da bessere Chancen habe als jetzt Therapeuten, Eltern, Lehrer, die oft einfach auch das Problem haben, dass sie unzureichende Kenntnisse haben und ich anhand meines Werdegangs ihnen viel besser vermitteln kann, was es wirklich heißt, drogensüchtig zu sein, auf was man sich da einlässt, was das für ein Kampf ist. Paul war selbst jahrelang drogensüchtig, hat 5 Therapien hinter sich. Einmal entkam er durch eine Überdosis nur knapp dem Tod. Nun möchte er seine kriminelle Vergangenheit unternehmerisch nutzen. Also dann bis später. Die Geschäftsmodelle der Kursteilnehmer sind so unterschiedlich wie die Insassen selbst. Ein Start-up für Sportfanartikel, ein Hip-Hop-Label, sogar ein Sicherheitsdienst für Villenbesitzer von einem ehemaligen Tresorknacker war schon dabei. Jeder brennt eigentlich wirklich darauf, rauszukommen und dann sein Business umzusetzen. Und zwar auf legalem Wege, weil einem wirklich auch ein Stückchen Sinn gegeben wird und auch eine Möglichkeit, dass man wieder Herr über sein eigenes Leben wird. Das ist eine komplett neue Erfahrung. In 2 Tagen endet für Paul das 6-monatige Programm. Dann muss er seinen Businessplan vor einer Jury präsentieren. Von ihrem Urteil hängt seine Endnote ab und damit auch der Erfolg seines Projektes. Die Rückfallquote in Deutschland ist hoch. Fast jeder Zweite, der im Gefängnis war, landet irgendwann wieder hinter Gittern. Häufige Ursache: die schlechte Wohnsituation. Deshalb hat das Leonard-Programm in der Nähe von München ein einzigartiges Wohnprojekt gestartet. Eine Art Start-up-WG für Ex-Häftlinge. Ab Januar 2017 können hier Kursteilnehmer nach ihrer Haft zu günstigen Mietpreisen wohnen. Das Gebäude ist noch im Umbau. Auch das Inventar fehlt. Über eine Spendenaktion haben Maren Jopen und ihre Kollegen die ersten Einrichtungsgegenstände gesammelt. Wir haben Bürostühle dabei, wir haben Schreibtischboxen dabei, wir haben da hinten Regale drin, unterschiedlichster Art. Wir haben Bierbänke dabei, Mülleimer, Bügelbrett, alles, was der Herr von heute so braucht. Oft steht nach der Entlassung ein Eintrag bei der Schufa oder im Führungszeugnis einem Mietvertrag im Weg. Doch ohne Wohnung gibt es keinen Job. Auch fehlt meist der Rückhalt, weil die Familie zerbrochen ist und Freunde aus dem kriminellen Milieu kommen. Für ausgewählte Ex-Häftlinge soll das Wohnprojekt des Leonard-Programms diesen Teufelskreis nun durchbrechen. 4 Personen sollen hier wohnen. Der erste steht schon in den Startlöchern, der wird tatsächlich auch in einer Woche entlassen. Und die anderen werden wir dann Stück für Stück sozusagen auffüllen, wenn er das Haus auch komplett fertiggestellt ist. Die Investitionen ins Haus zahlt das Leonard-Programm über Einnahmen aus Projekten mit der Agentur für Arbeit sowie Spenden und Bußgeldern. Hier wird dann ein Bewohner wohnen. Die Türe machen wir hier zu, dass sie also beide komplett separate Räume haben. Hier schließen wir noch den Boden. So, das heißt, hier unten haben wir insgesamt haben wir dann Platz für 2 Personen. Die Dusche hier, die kommt raus und hier werden wir auch ein Laminat reinlegen. Das Leonard-Programm ist nicht nur präventiver Opferschutz. Es spart sogar Geld. Durch erhöhte Steuereinnahmen, neue Arbeitsplätze,
ausbleibende Transferleistungen und fehlende Justizkosten. Besonders stolz ist Maren Jopin auf eine Zahl. Knapp 90% der Absolventen bleiben straffrei. Ich komme aus einem sehr behüteten Elternhaus. Kann ich deswegen über jemand anderen urteilen, ob der so eine Chance verdient hat oder nicht, der komplett andere Startchancen in seinem Leben gehabt hat? Das ist die Frage, die man sich stellen kann, klar. Der Erfolg gibt Maren Jopin recht. 60% der Leonhard-Absolventen finden innerhalb von 26 Tagen nach der Entlassung eine Beschäftigung. Knapp ein Drittel gründet ein eigenes Unternehmen. Wichtiger Teil des Programms ist auch die Betreuung nach der Entlassung. Zahlreiche Mentoren begleiten die Teilnehmer bei Ämtergängen und der Arbeitssuche. Alexander ist frisch entlassener Kursteilnehmer. 6 Jahre war er in Haft. Nun versucht er, bisher vergeblich, seinen Meister als Feinwerkmechaniker zu machen. Denn den braucht er für die Existenzgründung. Ich habe mindestens 30 Bewerbungen geschrieben, nur Absagen. Ja, obwohl ich eigentlich 2 Ausbildungen habe, ja, den Meister, wie gesagt, den ersten Teil. Aber ja, es ist schwer. Also durch diesen Background, halt wegen Knast, sage ich jetzt mal, ist einfach vorbei. Obwohl ich mir denke, Facharbeiter ist Facharbeiter. Es ist ja egal, okay, jeder macht mal Fehler. Ich habe für meinen bezahlt, sage ich mal, und jetzt will ich wieder durchstarten. Aber ich komme nicht so weit. Ja. Ich komme einfach nicht mal zu einem Vorstellungsgespräch. In der Justizvollzugsanstalt München geht heute für Paul der 6-monatige Kurs zu Ende. Es ist der wichtigste Tag seiner Haft. In einer halben Stunde muss er seine Geschäftsidee vor einer Jury von Wirtschaftsvertretern verteidigen. Heute ist einfach der Tag, wo wir das den Juroren das erste Mal präsentieren. Und letztendlich ist das jetzt hier so der Wendepunkt, dass es für jeden dann auch ein Schritt in ein neues Leben sein kann. Im Keller der Münchner JVA warten die Juroren auf Pauls Präsentation. Der 28-Jährige ist aufgeregt. Seine Hände klammern sich an einen Spickzettel. Jetzt muss er mit seiner Startup-Idee als Suchtpräventionsberater überzeugen. 10 Minuten hat er dafür Zeit. Wenn man bedenkt, dass 50% aller Jugendlichen mittlerweile in irgendeiner Form schon Kontakt hatten mit Drogen, dann halte ich das für ein extrem wichtiges Thema, dagegen zu steuern. Ein Modul wäre zum Beispiel Drogenszene und Substanzkunde. Ein anderes Thema wäre Identität, Selbstbild, Fremdbild oder auch Handlungskompetenzen. Paul gibt alles. Erzählt von Marketingideen für sein Produkt, der Unternehmensform, Finanzkennzahlen und Break-Even-Analysen. Dann muss sich Paul den kritischen Fragen der Jury stellen. Wer ist Ihr Kunde? Wer bezahlt Sie? Sie sagten vorhin, die Schulen und vielleicht auch über die Elternbeiräte elternanteilig. Sie müssen Prävention anbieten. Letztendlich ist mein Wettbewerb dann mit karitativen Verbänden. So, da sind wir bei Punkt. Das heißt, Sie stehen im Wettbewerb. Denn in der Schule darf ja nicht unbedingt Aufträge an jeden, den sie mag, erteilen, sondern es muss ja eine Ausschreibung geben, wo es ein bisschen auch ein Wettbewerb sein. Man ist ja auch letztendlich Steuergeld oder Schulgeld. Ja, natürlich. Aber es gibt jetzt keine Richtlinie, warum sie es nicht an mich machen sollte. Das haben Sie schon verprobt? Haben Sie die Informationen schon erhalten? Die habe ich schon erhalten, ja. Den Spickzettel hat Paul nicht gebraucht. Auch in der Fragerunde kann er seinen Businessplan gut verteidigen. Letztendlich haben mir dann doch auch die provokanten Fragen ein bisschen geholfen, weil er mich ein bisschen aus der Reserve gelockt hat. Also ich fand es gut. Von der Jury bekommt Paul später die Gesamtnote 1,7. Ein erster Ritterschlag auf dem Weg zum Unternehmer. Zudem hat er eine Zusage für einen der begehrten Plätze in der Start-up-WG bekommen. Die Geschichte von Paul und Philipp zeigen, dass Potenzial da ist. Was meist fehlt, ist die Anleitung, die Talente in legaler Art und Weise zu nutzen.